Okay, 8:51 Uhr. Wir sehen eine gelbe Blue Box. So, und was mache ich jetzt? Ich werde mich hier schon mal nicht aktivieren, aber mir schon mal die Orders dahinlegen, denn meistens wird sie dann ganz schnell blau und dann sind wir meistens zu spät. Aber jetzt dürfen wir sie noch nicht aktivieren. Ich bin mal in Vorbereitung. 15.566 Long, 15.553 wäre sie Short, wenn die Blue Box sich blau verfärben sollte. Noch ist es nicht der Fall. Na komm, Amigo. Die Blue Box ist weg. Wie kann das sein? Ja, der Markt ist nicht mehr in den Zustand, dass er ein Morgenschläfchen macht. Das heißt, wir gehen wieder hier unten runter. 15.507. Die Frage, die der eine oder andere stellt, wieso, Carlos, gehst du nicht auf 15.6? Das ist jetzt Ansichtssache. Ich könnte 15.6 oben platzieren, 15.5 platzieren. Spielt also dementsprechend keine Rolle. Wichtig ist, wenn der Kurs natürlich sich nach oben bewegt, dann wechseln wir die untere Box mit der oberen Box. So einfach geht es. Das nur zur Information. 7 Minuten noch bis zur Markteröffnung. Wolfgang, wann läuft? So, 7 Sekunden noch bis zur Markteröffnung. 5, 3, 2 und die Glocke, meine Damen und Herren. Hier sehen wir die Vola-Box. Für alle, die einen Hedge-Auflösungstrade machen wollen. Die untere Vola-Box ist bei 15.502. Die obere Vola-Box ist bei 15.658 Zähler. So. Und jetzt haben wir hier unten die Situation, dass wir die Vola-Box haben und eine Big Number, die dicht beieinander sind. Insofern werden wir den Fokus auf diese Box platzieren hier unten, und alle, die einen Hedge-Auflösungstrade haben, können sich jetzt freuen. Full HD, ganzer Bildschirm nur für euch, für die Hedge-Auflösung. Und wir warten auf unseren ersten Trade mit dem Box-Trade. Blicken einmal auf die Kinjunsen-Strategie. Warum? Weil wir hatten vorhin 44 gesagt. Würde der Kurs darunter schließen, würden wir ein Short-Setup kriegen. Ich bereite das schon mal vor. Wir drücken auf unseren Tool auf Sell. Z4. Differenz genauso wie bei MTX auch. 520. Und geben hier rein Kinjunsen Strategie. Und wir sehen den roten Strich immer. Wenn der Kurs unter dieser ockerfarbenen Linie schließt, dann werden wir Short in den DAX einsteigen. Wenn das nicht der Fall ist, machen wir es nicht. Und insofern warten wir ab und wir sehen die Eröffnung ist noch sehr unentschlossen. So, die Frage ist jetzt natürlich, Carlos, was soll ich jetzt machen? Wo soll ich draufdrücken? Gar nichts. Wir warten. Ja, und ihr kennt das Sprichwort, die meiste Zeit beim Traden hat man mit Warten zu tun. Ja. Wir springen also nicht irgendwo rein, sondern warten, bis der Kurs sich auf unsere oder in unsere Zonen reinbewegen. 15.502 wäre das die eine und die andere wäre jetzt aktuell darüber 15.6 und die ist auch schon mal aktiviert.